Ja, herzlich willkommen hier zum Astro Talk auf meinem zweiten Kanal 1961 Bumm. Mein Name ist Norbert Gieso und neben den täglichen Tageshoroskopen bespreche ich auch das Monatshoroskop und heute am Ende des Junis, heute am 26. Juni, geht es um den Juli 2022. Welche astrologischen Konstellationen erwarten uns im Juli? Wie können wir uns am besten darauf einstellen und das Beste aus dieser Zeitqualität machen? Dabei werde ich auch natürlich den Neumond und Vollmond im Juli besprechen und wichtige Konstellationen. Ab und zu schaue ich hier mal nach links, da habe ich die ganzen Daten. Denn im Juli gibt es eine Vielzahl von kleineren Aspekten und Rückläufigkeiten. Und das möchte ich euch alles in den nächsten Minuten näher bringen. Ja, zwei Vorbemerkungen. Das eine ist, mit dem Juli sind wir ja jetzt bei einem der beiden richtigen Sommermonate, zum Beispiel zumindest hier im Norden, Juli und August. Und der Sommer ist natürlich die Zeit, wo es uns stärker nach draußen drängt, wo auch unsere Sinnesbegierden stärker werden. Und sollte uns auch ganz klar sein, dass Wohlgefühl, was wir ja suchen, Glück und Wohlgefühl, dass das innere Qualitäten sind. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass wir durch äußere Geschichten, also nur weil wir irgendwo weit wegfliegen etc., heißt das noch lange nicht, dass dadurch auch unser inneres Gefühl besser wird, sondern ganz im Gegenteil sollten wir uns auf unserer Lebenserfahrung, auch gerade in den letzten Jahren, darauf sollten wir schauen, was in meinem Leben bringt mehr Ruhe, Stille, mehr Zufriedenheit, mehr inneres Wohlgefühl zu mir. Und diese Dinge sollten wir dann auch im Sommer, denen sollten wir auch im Sommer nachgehen, anstatt zu versuchen, jetzt das Leben irgendwie auszupressen, denn das funktioniert in der Regel nicht wirklich. Das zweite ist das leidige Thema Werbung. Ja, also auch selbst ich, wenn ich manchmal vom anderen Kanal in meine Videos schaue, muss am Anfang bei YouTube Werbung ertragen, die ich persönlich nicht geschaltet habe. Ich persönlich wollte dieses Angebot weiterhin werbefrei anbieten, wie auch meine Webseiten etc. Aber YouTube schaltet halt selber Werbung auch, die ich auch nicht, die Art und Weise, wo ich keinen Einfluss drauf habe. Das nur mal so, also daran bereichere ich mich nicht, sondern das macht dann YouTube. Genau. Ja, nun zu den Konstellationen. Wir starten wie immer Ende Juni, also sozusagen gehen aber die nächsten Tage schneller durch, um dann in den Juli zu kommen. Und ich gehe dann der, wie ihr das aus den anderen Monatshoroskopen kennt, der Reihe nach vor. Ja, der Neumond jetzt am Mittwoch. Ich gehe hier mal wieder einen Schritt vor, genau, 28. Genau, der Neumond dann am Mittwoch, den 29. Juni, den habe ich heute Morgen relativ ausführlich im Tageshoroskop besprochen. Im Tageshoroskop dann vom 27. Juni auf Norbert Gieso Kanal. Für diejenigen, die dieses Monatshoroskop dann erst später gucken, macht ja auch manchmal Sinn, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal reinzuschauen, um zu sehen, hat sich das eigentlich, wie ich das darstelle, für mich so gezeigt oder anders, oder auch um die Dinge im Nachhinein noch zu bearbeiten. Denn diese Krebsphase, in der wir uns ja befinden, die Sonne wird am 22. Juli in den Löwen wechseln, hat ja neben vielem anderen auch mit unserer Vergangenheit zu tun. Also auch da gilt es zu schauen, inwieweit bin ich im Frieden mit meiner Vergangenheit, kann ich hier noch etwas klären, und deswegen macht manchmal auch der Rückblick oder eben auch der Blick in das Tageshoroskop oder die Tagesaufzeichnung Sinn, damit wir im Grunde auch etwas lernen können. Denn so sind wir Menschen, ja, wir lernen ja auch aus Erfahrungen. Oder so sollte es zumindest sein, sage ich mal. Ja, dieser Neumond, damit beginnt eine neue Sonne-Mond, ein neuer 28 Tage dauernder Sonne-Mond-Zyklus, hier der Neumond mit Lilith, wie gesagt, heute Morgen erklärt.
Und was in diesen Tagen immer genauer wird, ist das Quadrat des Mars. Mars, der übrigens am 5. Juli den Widder in Richtung Stier verlässt. Sicherlich aus weltpolitischer Sicht ein vielleicht positiver Aspekt, weil Mars im Widder doch schwelende Konflikte auch immer ganz schön anheizt. Er ist ja als Kriegsgott oder als Energie im Feuerzeichen Widder und da können die Dinge schon mal hochgehen. Und bevor der Mars den Widder in Richtung Stier verlässt, steht er hier im Quadrat zu Pluto. Dieser Aspekt ist am 2. Juli exakt und da springe ich jetzt auch mal hin. 30. Juni. Wir sehen, der Mond entfernt sich hier schon von der Sonne in diesen Tagen. So, jetzt sind wir am 2. Juli und da ist das Quadrat von Mars und Pluto exakt. Ja, und das ist natürlich schon ein heftiger Aspekt, ne? Der alte Gott des Krieges trifft auf den Gott des Todes. Machtkämpfe, aber auch Auseinandersetzungen mit inneren Schattenthemen, mit Projektionen sind da, aber letztlich. Wenn wir aus der Wertung rausgehen, ist es ein Aspekt mit viel, viel Energie, die wir auch positiv nutzen können, wenn wir denn bereit sind, unsere Schattenanteile, unsere Ängste, also all die Energien, die uns daran hemmen, ganzheitlicher zu sein, wenn wir uns die anschauen und die dementsprechenden aktiven Maßkonsequenzen ziehen und dementsprechend positiv handeln. Am gleichen Tag, auch in diesen Tagen zuvor, darauf zulaufen, macht Merkur, der fürs Denken und die Kommunikation steht, unter anderem sich zurzeit in und schon länger in seinem Zeichen Zwillinge aufhält. Warum länger? Weil er dort vor einiger Zeit rückläufig geworden ist und dann so hin und her gewandert ist. Auch Merkur wird parallel mit Mars, also am 5. Juli, den Zwilling in Richtung Krebs verlassen und vorher macht Merkur wiederum das Quadrat auf Neptun. Diese beiden Aspekte fallen zusammen. Merkur-Neptun-Quadrat macht es nicht unbedingt einfacher im Bereich Kommunikation, sodass wir Anfang Juli könnte es zu unklaren Situationen kommen, weil bestimmte Energien da sind, die dann nicht klar kommuniziert werden. In diesen Tagen, 1., 2., 3. Juli, könnte es für uns auch schwierig sein, klar zu kommunizieren, klar zu denken. Merkur Neptun fördert eher die Fantasie, den Idealismus, Visionen entwickeln, innere Bilderwelten erkunden, sich mit nonverbalen Dingen beschäftigen, Musik, Kunst, Meditation, all das ist an diesen Tagen sicherlich gefördert. Ja, und dann eben, wie gesagt, der 5. Juli bringt uns dann einen doppelten Zeichenwechsel. Merkur wechselt aus dem Zwilling in den Krebs, Mars wechselt aus dem Widder in den Stier. Das heißt hier der 5. Juli, ein Sternzeichenwechseltag, oftmals ein Tag, wo die Energie unklar ist, weil die Richtung noch nicht richtig da ist, noch nicht richtig feststeht. Ein Tag, wo wir die Füße, die Zunge und auch die Aktivitäten stillhalten sollten und vielleicht dann den nächsten Tag abwarten. Ja, mit dem Wechsel von Merkur in den Krebs wird das Denken und die Kommunikation sehr viel emotionaler. Gefühle prägen ja sowieso alles, ne? Gefühle sind ja der Bewertungsmaßstab von uns. Und je stärker die Gefühle sind, desto weniger stark ist die Objektivität oder die Distanz oder der Überblick. Das müssen wir wissen. Andererseits mit Merkur im Krebs eben auch eine gute Möglichkeit, unsere Gefühle zu erforschen in der Phase. Merkur wird dann noch im Juli, also schon am 19. Juli, wird er in den Löwen weiterlaufen. Das bedeutet, er ist nur quasi 2 Wochen im Krebs. Also unsere Gefühle besser und unsere Vergangenheit besser zu verstehen, hat damit zu tun. Ja, und Mars nach seinem Wochen in seinem Zeichen Widder tritt jetzt ins Venuszeichen Stier ein. Möglicherweise ist das der Anfang von einer gewissen Beruhigung in manchen Konflikten, die so schwelen im Kollektiv wie im Privaten. Es geht mit Mars im Stier mehr darum, nicht Neues zu initialisieren, sondern darum, das Gewonnene zu festigen, zu bewahren, zu verteidigen im schlimmsten Fall. Aber es geht eben vor allem auch um Werte
und in diesem Fall auch mit dem Selbstwert. Also man kann natürlich Mars im Stier auch einsetzen, aktiv sein Vermögen zu vermehren, möglicherweise steigende Kurse oder andere Möglichkeiten. Man kann Mars im Stier dazu verwenden, seine Sicherheit zu verstärken. Man kann also höhere Zäune um sein Grundstück bauen, etc. Aber die wertvollste Form wäre sicherlich mit Mars im Stier am Selbstwert zu arbeiten, denn wenn mein innerer Selbstwert stärker wird, dann verstärkt sich auch die Sicherheit in der Außenwelt. Also es ist ein spirituelles Gesetz quasi, dass das, was ich in meiner Innenwelt anlege, auch im Außen stärker wird. Umgedreht funktioniert es leider nicht. Nur wenn ich im Außen mehr Sicherheit habe, heißt das noch lange nicht, dass ich mich sicherer fühle. Manchmal ist sogar genau das Gegenteil leider der Fall. Ja, und so machen dann auch Mars und Merkur am 5. Juli auch ein Sextil zueinander. Also in ihrem Übergang verbinden sie sich harmonisch. Also sicherlich sozusagen auch ein guter Tag, um Neuanfänge, neue Bereiche, in denen wir aktiv werden wollen, schon mal vorauszudenken. Ja, am 8. Juli ist dann der nächste Aspekt fällig, nämlich die Sonne im Krebs läuft ins Quadrat zu Chiron oder Chiron im Widder. Sonne-Chiron-Kontakte haben immer mit wunden Verletzungen zu tun, sollen aber Licht, Sonne auf alte Wunden, alte Verletzungen legen, eben auch mit der Möglichkeit, diese zu integrieren und zu heilen. Und das bedeutet eben auch, dass wir da mal hinschauen müssen. Und vielleicht uns und anderen auch vergeben, denn viele Schmerzen, Wunden, auch körperlicher Art, haben ihre Ursache im seelischen, in schwelenden, nicht geheilten, nicht vergebenden Beziehungen, Kontakten, Freundschaften, Familienverbindungen, etc., etc. Einen Tag später läuft dann Merkur jetzt schon im Krebs ins Quadrat zu Jupiter, ein Tag, wo wir über den Sinn unseres Lebens nachdenken sollen. Merkur hier auch mit Lilith. Es geht hier vielleicht auch darum, unsere Energie nicht zu verpulvern und zu verschwenden, sondern auch unterirdische oder unbewusste oder tiefer liegende Energiereservate anzuzapfen. Und immer, wenn es darum geht, gilt es eben auch, die Dinge merkurhaft vorauszudenken, damit wir auch das Richtige tun können. Ja, und Merkur läuft dann weiter, läuft ja hier der Sonne hinterher, die er ja auch noch im Juli einholen wird. Und so kommt es am 13. Juli zum Quadrat von Merkur zu Chiron und auch hier nochmal die Möglichkeit zur Integration, zur Bewusstwerdung alter Wunden, ähnlich wie bei der Sonne, nur mehr auf mentaler Art und Weise. Am gleichen Tag läuft übrigens Venus hier im Zwilling, das ist der 13., wo es exakt ist, hier im Zwilling ins Trigon zu Saturn im Wassermann. Hier eine Möglichkeit, Werte und Beziehungen zu stabilisieren in diesen Tagen. Venus ist ja relativ schnell, so wie Merkur, also diese Aspekte immer nur ein, zwei Tage wirklich stark wirksam. Ja, und dann sind wir am 13. auch hier schon beim Vollmond im Juli anbelangt, den ich hier, glaube ich, auf 1 habe. Ja, genau. Hier der Vollmond vom Juli, ne? Ihr erinnert euch, wir hatten hier am Ende Juni den Neumond im Krebs und jetzt eben die Sonne auch im Krebs, aber der Mond eben nach einer Hälfte nachdem er eine Hälfte des Tierkreises durchlaufen hat, hier in Opposition der Sonne genau gegenüberstehend im 21. Grad der Steinbocks, nicht weit entfernt vom Pluto. Ja, dieser Vollmond der Vollmond im Steinbock hat ja immer damit zu tun, Vernunft versus Emotionalität, Rationalität, Struktur gegen Chaos oder auch Bauchgefühl. Da gilt es, einen Kompromiss, eine Verbindung zu finden. Und wir sehen hier einige ganz interessante Konstellationen, die diesen Vollmond begleiten. Das eine ist, und das wird uns in den nächsten Wochen und Monaten noch stärker beschäftigen, ist das immer genauer werdende erneute Quadrat zwischen Saturn im Wassermann, Saturn zurzeit rückläufig,
zu Uranus im Stier. Uranus wird dann im August, meine ich, auch rückläufig werden. Und dann nähern sich ja beide Planeten, dann nähern sich beide Planeten im Oktober nochmal an, also das Quadrat zwischen den beiden, was ja 2021 dreimal exakt war und was astrologisch auch symbolhaft steht für viele dieser Konflikte, die wir zurzeit und in der letzten Zeit erlebt haben, nicht Staat versus Freiheit, die alten Energien versus neue Energien, konservatives versus innovatives. Und der kommt halt im Oktober nochmal auf, wird noch auf noch einmal auf 1 Grad genau. Ne, diese Energie haben wir also im Herbst nochmal im Feld, bis es sich dann im Oktober, zum Ende des Jahres hin, diese Situation entspannt. Und vorher kommt es ja dann auch hier zum Treffen von Uranus, Mondknoten und Mars. Darauf gehe ich dann aber später nochmal ein. Außerdem natürlich der Vollmond in der Nähe des Pluto. Pluto auch rückläufig, jetzt hier im 28. Grad des Steinbocks. Das bedeutet, der Mond ist hier beim Vollmond im 22. Grad, sind also 6 Grad, 12 Stunden ist der Mond auf Pluto. Pluto geht hier mit ein, der Vollmond hat also auch mit Ängsten und der Bewältigung dessen zu tun. Und hier gilt es klar, auch den zu versuchen, klar im Kopf zu bleiben, auch wenn Merkur hier im Quadrat zu Chiron steht. Und uns klar zu machen, welcher dieser Ängste uns denn eigentlich wirklich, uns und unsere Lieben eigentlich wirklich betrifft oder wo wir auch uns von kollektiven Emotionen mit vereinnahmen lassen. Und wo es eigentlich persönliche Themen sind, wo ich auch ran muss, weil ja gerade Ängste und Glaubenssätze und Verdrängungen nicht wahrhaben wollen, nicht einsehen wollen. Das sind ja gebundene Energien, die mir nicht zur Verfügung stehen und die, auch wenn ich sie gut ins Unbewusste verdrängt habe, dort weiterhin wirksam sind und ihre Auswirkungen auch auf mich und mein Leben weiterhin haben. Ja, und natürlich hier auch in den Vollmond, einen Tag später, am 14. exakt, Venus Quadrat Neptun, also auch ein sehr spiritueller Aspekt, ne? Also auch die Möglichkeit, tatsächlich die ganze Geschichte, was ja sich sowieso empfiehlt, aus einer höheren Perspektive, aus einer Metasicht zu sehen und auch irgendwie unsere heilsamen, hochwertigen Beziehungen zu Menschen, von denen wir lernen können oder mit denen wir auf einer Wellenlänge sind, zu nutzen, um hier gegen zu steuern. Ja, dann gehe ich wieder zurück in die andere Sicht und wir gehen dann mal weiter. 14.07. das Quadrat der Venus zum Neptun. Und am 16. dann die Sonne hier im Krebs, im Quinkungs zu Saturn. Ein Tag, wo die Sonne aus dem Krebs mit Saturn im Wassermann eine starke Wechselwirkung hat. Kann zur Hemmung kommen an dem Tag, kann aber auch, wenn wir es schaffen, unser Gefühl auszurichten, können wir auch eine Menge konstruktiv bewegen. Bei Saturn ist es ja immer so, sehr viel ist da konstruktiv möglich, wenn wir aus unserem Widerstand gehen. Der Widerstand kommt meistens aus unserem Ego, was etwas anderes möchte als das, was gerade ansteht, ne? Was immer Kür möchte, was die Pflicht nicht möchte. Und da liegt dann oftmals auch das Problem begründet. Ja, und in den Tagen sind wirklich viele Aspekte am gleichen Tag. Wir sehen hier Merkur und Sonne treffen sich an diesem Tag. Also der Merkur hat inzwischen den Abstand zur Sonne aufgeholt. Beide treffen sich an dem Tag und dann wird Merkur vor der Sonne laufen. Und beide stehen hier im Quinkungs zu Saturn. Beide stehen im Trigon zu Neptun und beide stehen auch in Opposition zu Pluto. Also das sind nochmal ganz entscheidende Tage nach dem Vollmond
Der 15., 16., 17., 18. Juli, weil hier Sonne und Merkur im Krebs eben Kontakte, wie ich schon sagte, Pluto, Saturn und Neptun, also aus Neptun und Pluto hier sehr kollektive, überpersönliche Planeten und Saturn, der so an der Schwelle steht, der den Uranus hier quasi noch mit reinzieht, hier ist ein Sextil zum Uranus, also alle äußeren wichtigen Planeten sind hier quasi mit einbezogen und da kann es sehr kollektiv, sehr karmisch sein, aber wir können auch tatsächlich Schritte zum Lernen und zur Erkenntnis in diesen Tagen machen. Ja, also am 16. Merkur natürlich dann auch Quinkung Saturn, am 17. dann Merkur läuft jetzt vor der Sonne, Merkur macht zuerst das Trigon zum Neptun. Also ein sehr spiritueller Aspekt. Wir sollten auf jeden Fall feinstoffliche, spirituelle Aspekte mit in unser Leben integrieren. Und diese Integration beginnt immer im Geistigen, indem man überhaupt erstmal Ja sagt dazu. Am 18. dann die Sonne im Trigon zu Neptun, aus dem Krebs, die Wasserzeichen in Verbindung. Der Mond hier an dem Tag, auch in den Fischen auf Neptun, sehr spiritueller Tag. Ein Tag, der vielleicht nicht unbedingt geeignet ist, um ganz viel Alltagskrams zu bewältigen, aber der sehr gut geeignet ist für Innschau, für Meditation und diese Dinge. Und am 18. Juli wechselt dann auch Venus das Zeichen. Venus verlässt den Zwilling in Richtung Krebs. Also auch hier ein Tag mit Venus im Wechsel, wo Beziehungen und Werte, wo wir da nicht zu viel Wert drauf legen sollten, sondern ein, zwei Tage ablegen sollten. Keine Torschluss, Aktivitäten, keine Übersprungshandlungen, die Dinge gelassen abwarten. Viele Dinge legen sich dann auch ein, zwei Tage später. Mit Venus im Krebs, dann unsere Beziehung, unsere Werte auch sehr stark emotional geprägt. Mit Venus im Krebs auch der Wunsch. Viele Wünsche werden sich dann mehr emotional zeigen. Der Wunsch nach Familie, nach Verbundenheit, nach einem Zuhause, nach Ankommen. All das an einer sinnvollen sozialen Tätigkeit. All das sind Themen mit Venus im Krebs, die uns dann in den nächsten Wochen beschäftigen werden. Am gleichen Tag, am 18. dann Merkur in Opposition zu Pluto. Also da Merkur-Pluto natürlich. Die Gedanken, die Kommunikation auf Pluto gerichtet, Machtkämpfe, Unbewusstes kann damit einströmen. Auch hier empfehle ich, sich zurückzuhalten, nicht jeden Impuls zu folgen, nicht alles auszusprechen, möglichst keine wirklich wichtigen Termine an dem Tag legen, sondern wirklich auch zur Innenschau benutzen, schauen, wie zeigen sich meine Schattenanteile, wo zeigen sich meine Ängste, wen verteufle ich, wo bin ich in der Projektion. Der Aspekt der Opposition legt es auch immer nahe, in die Projektion zu gehen, also den Teil, den wir hier aus der Distanz von uns selber sehen, wollen wir nicht zu uns gehörig annehmen, sondern wir verlagern ihn nach außen. Wir projizieren dann den Schatten, Ängste auf andere und haben damit auch unsere Macht, Dinge in uns zu verändern, so ein bisschen abgegeben. Ja, und am 19. wechselt Merkur dann in den Löwen, der Sonne voraus, ne, nach 2 Wochen im Krebs, Merkur im Löwen, natürlich eher wieder nach außen gerichtet, extrovertiert. Jetzt möchte man das Heft wieder selbst in die Hand nehmen, selbst aktiv werden, selbst Kommunikation, Gedanken wird kraftvoller mit Merkur im Löwen, mehr nach außen gerichtet. Ja, dann kommen die ersten Rückläufigkeiten. Also am 19. wird dann auch Chiron rückläufig oder Chiron. Ja, damit sind dann zu dem Zeitpunkt Saturn, Neptun, Pluto und Chiron hier noch nicht angezeigt. Rückläufig beginnt die Rückläufigkeitsphase dieses Jahr oder setzt sich fort im Sommer. Und auch hier gilt es irgendwie, Themen, die mit Heilung, mit Integration, mit Wunden und Verletzungen zu tun haben, zu reflektieren, was da so in den letzten Monaten passiert ist, um eben mögliche Korrekturen vornehmen zu können. Am 20. dann die Sonne Ende Krebs in Opposition zu Pluto. Sicherlich ein Tag, wo es auch um Machtkämpfe, um Auseinandersetzungen, um Schattenarbeit gehen wird. Ne, die Sonne bringt Licht ins Dunkel, aber wollen wir das auch sehen, was da im Dunkeln aufleuchtet? Aber die Augen verschließen heißt ja nicht, dass die Dinge weg sind.
immer bei Sonne Pluto auch die Möglichkeit, aktiv Wandlungs- und Transformationsprozesse selber anzustoßen, die Dinge selbst zu erschaffen, statt zum Opfer zu werden durch mögliche Schicksalsgeschichten. Ja, und dann 2 Tage später endet hier die Krebszeit, zumindest für die Sonne, denn die Sonne wechselt am 22.07. für die nächsten 30 Tage dann ins Zeichen Löwe. Für viele ja der Höhepunkt der Sommerzeit, auch wenn die Tage hier schon wirklich sehr viel früher dunkler werden, also die Tage kürzer werden, es früher dunkler wird. Und mit dem Löwen die kraftvolle Zeit, die Sonne ist in ihrem eigenen Zeichen. Hier geht es eben auch um schöpferische Gestaltungskraft, die Dinge wie im Feuer aktiv anzugehen, Begeisterung zu entwickeln für neue Projekte, kreativ irgendwie und aus dem Herzen heraus die Zeit zu gestalten. Am 23. Merkur dann im Trigon zu Jupiter. Ist jetzt eine Phase, wo die etwas schwierigeren oder herausfordernden Aspekte durch sind. Merkur, Trigon, Jupiter, ein sehr optimistischer Aspekt, der uns positiv in die Zukunft blicken lassen kann. Idealismus, gut durchdachte Pläne, sich selber mit positiver Energie zu füllen, geistiger Energie, um die Dinge wirklich anzugehen. Und auch Venus im Krebs aktiviert dann Jupiter 2 Tage später durchs Quadrat, also so ein bisschen Jupiterzeit im Widder. Ne, Venus hier, Venus-Jupiter, auch ein Aspekt, wo wir durchaus auch mal positiv über Werte, Beziehungen und Emotionen nachdenken können, auch wenn es das Quadrat ist. Am 26. dann wiederum Merkur im Quadrat zu Mars im Stier. Wir merken hier diese von vielen Astrologen besprochene Verbindung von Mars, Uranus und Mondknoten rückt näher. Diese Konstellation ist aber für mich keine Konstellation, die Angst auslösen sollte, sondern hier geht es mit Mars, Uranus, Mondknoten darum, wirklich aktiv Innovation voranzubringen, uns für Neuerungen zu öffnen, auch wenn sie bis in die materielle Ebene reichen, auch einmal loszulassen von vielleicht alten Vorstellungen, was so Besitz und Werte anbelangen, also ein Innovationsaspekt, den ich nicht so negativ sehen kann und den ich dann auch spätestens im August und in den Tageshoroskopen noch genauer besprechen werde. Aber an dem Tag Merkur hier im Quadrat zum Mars, Vorsicht vor Streit, kann man da wirklich sagen. Ne? Das, was wir tun wollen, geht in eine andere Richtung als das, was wir im Kopf denken, was wir tun wollen. Hier müssen wir gute innere Integrationsarbeit leisten. Aber schon einen Tag später ist Merkur hier im Trigon zu Chiron. Manche Dinge lassen sich integrieren und verbinden. Und dann sind wir schon beim Neumond im Juli, den ich hier, glaube ich, auf 2 habe, ja. Der Neumond im Juli im 6. Grad des Löwen, ein starker Neumond, ein starkes Signal des Herzens, der inneren, kreativen, schöpferischen Kräfte, die wir in diesen Tagen um den Neumond wirklich aktivieren sollten. Wir sehen hier auch diese Verbindung vom Mars, Uranus, Mondknoten wird stärker, nicht? Aber aus der Kraft des Herzens heraus, mit Güte, mit Mitgefühl und dem rechten Verständnis, haben wir vielleicht die Kraft hier trotz dem Quadrat des Saturn dazu. Ihr seht hier das eingeschriebene große Quadrat, was natürlich daran liegt, dass ich den südlichen Mondknoten mit eingezeichnet habe, die Mondknotenachse Saturn im Quadrat, Merkur im Quadrat, durchaus Spannung im Feld. Es ist nicht leicht, das Neue gegen die alten Widerstände durchzusetzen. Sowohl in unserem Leben ist es nicht leicht, wie auch kollektiv ist es nicht leicht. Aber dennoch mit der Kraft des Herzens, irgendwie mit der richtigen Überlegung, mit den richtigen Verbindungen mit Menschen kann es uns wirklich gelingen, hier einen Step forward, also einen Schritt nach vorne in die Zukunft zu tun. Ne? Und die Entwicklung lässt sich von uns sowieso nicht aufhalten. Das war noch nie so. Wer sich ein bisschen für Geschichte interessiert, beispielsweise Geschichte der Technik oder auch anderer Dinge, dann wird man ja feststellen, auch wenn da noch so viele Widerstände waren, die Dinge haben sich durchgesetzt. Und deswegen gilt es eigentlich besser, mit der Zeit zu gehen, unsere Widerstände abzubauen und eher das, was an Neuem kommt, für uns zu nutzen, anstatt immer dagegen zu sein und dann sozusagen doppelt auf der Verliererstraße zu sein.
Am gleichen Tag des Neumondes wird dann auch Jupiter rückläufig. Ne, damit haben wir dann Jupiter, Saturn, Neptun, Pluto, Chiron rückläufig. Uranus folgt dann im Mai. Die Rückläufigkeitsphase jetzt voll da. Jupiter im Widder wird ja sogar im Herbst nochmal kurz in den Fisch zurück, in die Fische zurückkehren. Jupiter rückläufig. Ne, also von daher gilt es, das bisher aufgenommene Energiepotenzial auch zu nutzen und umzusetzen. Ja, zum Ende des Monats dann noch ein paar kleinere Aspekte. Ich gehe mal hier zurück, genau. Am 28. gut, jetzt bin ich schon zu weit. Merkur Quadrat Uranus hatte ich eben auch gesehen, hat beim Neumond, ne, Merkur aktiviert hier auch Opposition Saturn Quadrat Uranus, das Uranus-Saturn Quadrat, was hier eben mit diesem Neumond nochmal aktiviert wird. Wir werden hier dann Ende Juli auch sehen, wie die Entwicklung im Herbst, können das vorausschauen, wie die Entwicklung im Herbst dann sein wird. Ja, genau. Also am 28.7. Merkur Quadrat Uranus und am 31.7. Merkur Opposition Saturn und da macht er dann das Quadrat von Uranus und Saturn, aktiviert er dann diese ganze Konstellation. Das wird sehr, sehr interessant sein. Venus im Quadrat zu Chiron bedeutet auch mögliche Spannungen, können sich in Beziehungen auch zeigen und da können auch alte Wunden sich nochmal aufreißen. Aber auch die Möglichkeit zur Heilung ist hier ganz klar mitgegeben. Soweit mein Überblick über den Juli 2022. Sicherlich ein sehr interessanter Monat, ne? So, wo ich schon sagen würde, die Höhepunkte liegen da Mitte Juli und dann hier nochmal um den Neumond. Manche Entwicklungen werden sich zeigen, Planeten werden rückläufig, manches geht zurück, manches geht nach vorne, keine einheitliche Richtung, aber mit vielen persönlichen Chancen und Möglichkeiten für uns. Ich hoffe, da habe ich aufgezeigt. Ich bin ja ein Astrologe und meine Weltsicht ist ja auch so, dass ich irgendwie der Meinung bin, es ist viel besser, uns darum zu bemühen, die Dinge selber, zumindest von unserem Inneren her, aktiv zu gestalten, als Opfer der Umstände zu sein. Und auf diesem Weg geht es weiter. In den nächsten Morgen gibt es wieder ein Tageshoroskop, wer das heute schon schaut. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei geblieben seid. Ich wünsche allen, die dieses Video wann auch immer hören und sehen, nur das Beste und sage erstmal Tschüss und bis bald.